Giants hat heute im Mod Hub ein paar Mods veröffentlicht und die schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen zurück, hier ist Mr. Bauer Gaming und zwar, wie schon angetönt, schauen wir uns die Mods an, die heute im Mod Hub vorgestellt worden sind. Und zwar handelt es sich ausschließlich um Giants Mods und zwar, glaube ich, der größte Teil sind Portierungen aus dem 19. Geräte, die erfolgreich waren im 19er, sind jetzt auch im 22er verfügbar und zwar die folgenden Mods. Hier gehen wir gleich los mit dem Class Disco Pack, einem Set an Mähwerken, einem Front- und einem hinteren Mähwerk. Das hintere Mähwerk kann umgeschaltet werden von Breitablage zu linker Schwartablage, rechter Schwartablage oder zentraler Schwartablage. Praktisch, sehr, sehr praktisch in diesem Falle hier. Schauen wir uns gleich im Shop an. Dieses Pack besteht aus diesen beiden Elementen und zwar einmal der Disco 3600 FC. Das ist dieses hier, das ist Frontmäher, keine Einstellungsoptionen, wiegt 1,4 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,60 m bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Dazu gehört oder dazu wird angeboten der Disco 1100C. Und zwar für 46.500 ist dieses Teil hier, wiegt 3,5 Tonnen, braucht 160 PS, arbeitet 10 Meter breit und bei einer Geschwindigkeit von 22 km/h. Auch hier keine Einstellungsmöglichkeiten. Die Downloadgröße für dieses Pack ist bei 22,43 MB und ist für alle Plattformen. Der nächste Mod, den wir uns anschauen, der heute veröffentlicht worden ist, ist der Class Tucana 580. Und zwar sind das drei Elemente, die dazu gehören. Und zwar ist es dieser Class hier, der Tucano, dieses Mehrwerk und natürlich auch der entsprechende Anhänger, um das Mehrwerk regelkonform zu transportieren. Auch den schauen wir uns im Detail an. Okay, zu diesem Class Tucano 580er Pack gehört der Vario 770. Das ist dieses Mähwerk, wiegt 2,6 Tonnen, arbeitet mit 7,70 Meter in der Breite und bei 10 km/h. Auch hier gibt es keine Optionen, um Farbänderungen zu machen und so weiter, ne? So wie es da ist. Dann natürlich den Drescher an sich. Der Tucano hat eine Arbeitsleistung von 381 PS. Ist stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 650 Liter bei 57 Liter DEF, arbeitet Maximalgeschwindigkeit bei 25 Kilometer, 11.000 Liter Füllmenge, wiegt 15,4 Tonnen und kostet ohne Änderung 348.000. Ja, hier gibt es die Möglichkeiten. Der Reifen Trelleborg, Michelin, Continental, Metas, Vredestein und das war's. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht alle durch. Das ist dieser Drescher hier. Gehört zu kleinerer oder mittleren Klasse. Dann natürlich dazu den Vario 770er Anhänger. 2,5 Tonnen. Auch da gibt es keine Möglichkeit, etwas zu verändern, außer dem Nummernschild. Kostenpunkt für dieses Teil 7.950. Der nächste Mod ist der Fortuna FTM 200-7.5 und zwar Klasse Anhänger, auch von Giant Software natürlich, Größe 12,37 MB und auch hier für alle Plattformen. Wir schauen uns den im Rundgang an hier, das ist dieser hier. Und im Shop ist er folgendermaßen. Das ist der Fortuna FTM 200-7.5. Hat ein Ladevolumen in der Standardausführung von 24 Kubikmetern. Wiegt 8,1 Tonne. Kann beladen werden mit 15,9 Tonnen. Und hat natürlich eine doppelte, zwei Achsen. Natürlich zwei Achsen, ja. Hier haben wir die Konfiguration von den Reifen von Trelleborg, Michelin, BKT, Vredestein und das war's. Dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten zur Konfiguration.
Das ist einmal der Aufbau hier, der gibt 15 Kubikmeter dazu. Allerdings sehe ich beim Gewicht, beim maximalen zulässigen Gewicht wird, gibt es keine Änderung in dieser Form. Standardausführung 50.500 und in der großen Ausführung dann 5.000 Euro mehr. Als nächstes, was vorgestellt worden ist, ist der Grimme Varitron 470 Platinum Terratrak. Und zwar, der geht in die Kartoffeltechnik natürlich. Das ist dieses lange Teil hier. Im Shop präsentiert sich dieser folgendermaßen. Und zwar nochmal, der Varitron 470 Platinum Terratrak. Downloadgröße 49,911 MB und auch für alle Plattformen. Im Detail kommt der Varitron mit einer Leistung von 435 PS, ist stufenlos geschaltet, hat 600 Liter Füllmenge, was Treibstoff betrifft. Plus 40 Liter DEF, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h, ein Ladevolumen von 9.590 Liter, wiegt 26,1 Tonne, arbeitet mit einer Breite von 3 Metern bei 10 Kilometern. Ja, auch hier keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten, außer du hast den GPS-Mod installiert. Preis 495.000 Euro. Als nächstes haben wir ein Gebrüderpaar, und zwar von Kinze, das Kinze Wagon Pack. Es handelt sich hier um zwei Überladewagen. Das Pack kommt bei einer Downloadgröße von 24,31 MB, ist für alle Plattformen, ist hergestellt von Giants. Und wir fangen mit dem kleinen Bruder an. Das ist der 851er Grain Cart. 59.000 Euro in der Ausführung. 30 Kubikmeter Ladevolumen. 7,5 Tonnen Leergewicht. Maximale zulässige Beladung 24,2 Tonnen. Braucht 240 PS und bietet Trelleborg, BKT, Wredestein und Trelleborg. Also da sehen wir zurück. Diese drei Reifenmarken sind verfügbar. Des Weiteren natürlich entsprechend auch verschiedene Bereifungen. Da gehe ich wie immer nicht im Einzelnen durch. Da kommen wir zum großen Bruder der beiden, und zwar ist das der 1051 Grain Cart bei einem Ladevolumen von 37 Kubik, einem Leergewicht von 8 Tonnen, zulässiges Ladegewicht ist 29 Tonnen und verlangt 300 PS. Auch hier dieselbe Reifenauswahl. Und zusätzlich das Lizard-Bandlaufwerk, ja. Als nächstes wird vorgestellt der John Deere S790, ein Mähdrescher. Und zwar sieht sich der so aus. Kommt zusammen mit einem Maisgebiss. Und präsentiert sich im Shop folgendermaßen. Der 790er John Deere Drescher kommt mit einer Leistung von 625 PS, ist stufenlos geschaltet, hat einen Dieseltank von 1250 Liter plus 55 Liter DEF, Reisegeschwindigkeit 40 km/h, Tankfüllmenge für das Getreide ist 14.100 Liter. Das Gewicht des Gerätes ist 21,5 Tonnen und kostet in der normalen Ausführung, ohne dass da irgendwas geändert worden ist, schon mal 390.000 Euro. Es gibt die Bereifungsmöglichkeit von Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und zurück zu Trelleborg. Dann gibt es auch hier verschiedene Bereifungsarten, da gehe ich nicht im Detail durch.
Dann auch hier das GPS, klar, standardmäßig, wenn der Mod installiert ist. Das ist also der 790er Drescher von John Deere. Dazu kommt das 618C, das ist das Korn- oder Mais-Schneidewerk. Wiegt 3,8 Tonnen, arbeitet bei 9 Meter Breite und bei 10 km/h. Hier keine weiteren Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten. Und zu guter Letzt, was heute hinzugefügt worden ist, ist dieser Bredner. Es handelt sich dabei um wahrscheinlich den breitesten Grubber im Spiel. Präsentiert sich als Bredner Swifter SM 18000. Das ist dieser hier. Auch hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Der Grubber wiegt 16.800 Kilo, braucht 500 PS in der Leistung, arbeitet bei 18,2 Metern bei 15 km/h. Die Downloadgröße für diesen Grubber ist bei 17,27 Megabytes und ist auch für alle Plattformen gedacht. So, das war es für heute. Das sind die Mods, die heute im Mod Hub vorgestellt oder präsentiert worden sind. Und zwar ist das so. So, das waren die Mods, die von Giants im Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar heute, dem 20. Dezember. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst den Daumen da. Ein Abo da lassen ist auch immer sehr gerne gesehen. Ein Kommentar natürlich auch. Ich werde versuchen, alle Kommentare zu beantworten. Nicht vergessen, wir haben am 22. Dezember um 18 Uhr machen wir den 1 Monate FS oder LS22er Rückblick und Ausblick. Wir schauen mal auf diesen Monat zurück, seitdem der LS erschienen ist. Und machen das in einem Livestream, wo wir halt nebenbei ein bisschen farmen, ein bisschen Ackerbau betreiben. Und da können wir halt eine Diskussion darüber führen, was geschehen ist oder was passiert ist und wie es dann wahrscheinlich weitergehen wird. Wir werden da einfach mal ein bisschen darüber fachsimpeln, was wie der erste Monat war, die Frustration, die Freude, was ist Sache. Und was hat das denn der Patch gebracht, in der letzten Woche? Und was hat der Patch gebracht, der in der letzten Woche veröffentlicht worden ist, der 1.2er, die Maschinen, die hinzugefügt worden sind und sind die Bugs behoben worden? Alle diese Fragen werden wir gemeinsam besprechen am 22.12. um 18 Uhr auf diesem Kanal. Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Danke, auf Wiederhören und tschüss.